Hallo Leute, ja, ich bin schon zu so einer Kapsel, habe zwischendurch auch das Harz abgebaut. Hier hinten im Hintergrund auch die eine Ressource, die ich da am Rande des Kraters hatte. Das war nicht ganz viel. Und dann habe ich hier schon mal entladen und dann wollen wir mal gucken, wenn wir eine Stecke hier dran machen, ob das funktioniert, was ich hier vorhab, ne? Aber es sieht so aus, dass hier was dazukommt. Okay, dann würde ich sagen, schaut's Logo und dann gucken wir weiter, ne? Er braucht ein bisschen länger, bis es voll ist. Aber es lädt auf jeden Fall mit dem Teil. Das ist schon mal gut. Jetzt sind hier nur noch zwei Balken, die noch fehlen. Jetzt nur noch einer. Und dann geht's auf, oder? Zack. Was haben wir da drin? Ein Forschungsgegenstand. Und der ist so groß, dass ich ihn wieder nicht mitnehmen kann. Na super. Okay, das heißt, ab in den Rucksack. Forschungsgegenstand angepackt. Und mit F zum Bauch geholt und dann konnte man schneller laufen, oder? Genau so war es wohl. Gut, dann müssen wir den zurückbringen. Keine Ahnung, sieht aus wie ein Kochtopf. Wer weiß, was es wirklich ist. Also, der Weg zurück war nicht hier, sondern da. Ja, dann können wir jetzt da lang laufen, ne? Ja, hier war, glaube ich, richtig, oder? Und dann müsste man hier noch die Schräge richtig machen, dass man da richtig mal langlaufen kann, ne? Wenn wir gleich wieder hochgehen, dann können wir das machen. Wenn wir wieder hochgehen, weiß ich jetzt gar nicht gerade, ne? Aber eigentlich macht das nur Sinn. Gut. Forschung ist ja hier möglich, ne? Ist auch gerade nichts drinne. So, dann geht es da aufwärts. Was ist hier? Achso, da müssten wir noch den Titanit, müssten wir dann noch wechseln, dass wir diese Plattform haben. Aber wir wollten eine große Plattform noch bauen und dafür brauchen wir doch, glaube ich, das Harz, oder? War das hier der Drucker? Große Plattform B. Macht das schon. Sehr schön. Gut, wenn wir die haben, dann können wir den zweiten nämlich auch noch hier betreiben, den Brennofen. Das ist vielleicht nicht so ganz so schlecht, oder? Was haben wir denn noch hier so? Achso, das war das Falsche. Da wollte ich nicht gucken. Ich wollte da drüben gucken, was wir da noch haben. Weil hier ist ja das so wie zu Hause. Mittelgroße Windturbine auf dem Logistikdepot Glasio installieren. Da sind wir schon mal nicht. Kalidor-Gehäuse. Nummer 2 von 5 gescannt. Die Solo Terrarium, statte ein Terrarium mit Erde aus, statte ein Terrarium mit Wolfram aus, statte ein Terrarium mit Durchwurzelsamen aus. Sind wir aber auch nicht. Aus dünner Luft drucke einen Atmosphärenkondensator, produziere Vollgasressourcen. Okay. Den haben wir jetzt noch nicht. Augen auf um Lithium. Dreimal Lithium soll ich einsammeln. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Haben wir auch noch nicht gemacht. Sicher wie Häuser, da fehlt was. Platzieren noch auf Kalidor. Unterkunft oder Landeplattform. Ja, das haben wir jetzt nicht dabei, ne? Gut, hier ist unsere Plattform. Die können wir jetzt da unten hinstellen. Und machen wir mal dahinter, oder? Dann packen wir die mal aus. So würde ich sagen, dann den da drauf und die da dran. Und jetzt geht das nicht, oder was? Okay, das braucht da nicht mit bearbeitet werden. Achso, nee, der Schmelzofen ist noch nicht an, deswegen geht es nicht. Jetzt passt's. Okay, dann funktioniert's. Das wird dann unser erstes Titan, was da rauskommt, oder? Ja, so sieht's aus. Tja, dann müssen wir mit Titan weiter gucken, was wir da noch bauen können, ne? Und das kommt jetzt hier rechts oder links auf die Plattform. Da ist es. Gut. Haben wir das? Was können wir denn mit dem Drucker noch drucken hier? Große Plattform ist schon mal durch. Große erweiterte Plattform, Buggy, da brauchen wir Aluminium für. Großer Drucker, was wäre mit Gemisch?
Brauchen wir nicht. Chemielabor, da sind wir erstmal durch. Forschungskammer. Haben wir schon. Exo-Auftragsplattform. Haben wir keine Keramik für. Exoship Eisen und Wolfram. Da fehlt uns bestimmt eine Ressource für. Und da sind wir wieder bei den Plattformen. Das heißt, bei dem Drucker sind wir schon durch. Exoship ist da, ne? Ja. So, mittelgroßer Generator. Kupfer und Glas für mittleres Solarmodul. Mittelgroße Plattform A. Mittelgroßes Lager. Fehlt uns noch ein Harz. Traktor mit Aluminium. Hänger, Gemisch und Aluminium. Verpacker wäre Graphit, haben wir auch nicht da. Kleiner Kanister brauchen wir nicht. Arbeitslicht, Flutlicht, Dynamit, Sprengpulver. Sauerstoffmacher. Schredder. Stromverlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator, da sind wir glaube ich durch, ne? Ja, das hatten wir alles. Ja, das ist jetzt gerade so für mich gesagt, dass wir jetzt hier nicht unbedingt noch Dinge haben, wo ich sagen würde, jo, das will ich jetzt noch haben. Das Titan nehmen wir mal mit, wer weiß, wofür es gut ist. Die Forschungsprobe läuft noch. Ja, da hinten sind diese Container, die nur mit dem Eisenbahn transportiert werden können. Da hinten ist noch eine Kapsel, die noch schön blinkt. Vielleicht sollten wir gerade mal ein paar Verlängerungen noch basteln, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir welche hier im Rucksack haben. Aber wir haben sogar da oben eine ganze Litanei. Dann lass uns das mal sein mit dem... Warte mal, das machen wir nochmal. Den lege ich mal aber hier wieder hin. Und das Harz lassen wir auch hier liegen. Ja, eigentlich müsste ich das Titan jetzt auch noch nicht mitnehmen, ne? Haben wir denn hier ein Lager? Wir haben gar kein Lager. Ist in der Rakete noch ein Lager drin? Ne, ne, oder? Doch, das ist da oben drin. Hämatit. Warte mal. Das geht da unten hin. Na, geh doch da mal irgendwo dran. Ne? Ja, das brauchen wir gar nicht mitnehmen. Das können wir ja hier basteln erstmal, oder? Kann ich das Lager mal haben? Weiß jetzt gar nicht, ne? Das haben wir jetzt eingepackt und damit wir das... Okay. Können wir das auch aufklappen, das Lager? Ne, wenn es steht, geht's nicht. Ist noch einer? Ja, einer ist noch. Geht auch noch einer hin, ne? Ja, Eisengrundstoff, das ist doch mal schön, ne? Packen wir auch einen in den Rucksack. Und den Rucksack machen wir auf und schmeißen mal einen von denen da rein. Dann haben wir das erstmal. Und wir wollen ja von hier aus zu dieser Kapsel, die da hinten steht. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal gerade, dass wir hier mit unserem Werkzeug eine Rampe kriegen. Dass wir da hochkommen, ne? So gefällt uns das doch schon mal, oder? Hört sich immer so an, als ob das Eis gleich hier einbricht, ne? Was ist das da? Ich glaube, das ist hier zu hoch zum Runterspringen, oder? Obwohl, könnte man vielleicht. Da ist noch mehr Hämatit. Hat er jetzt gerade gesagt? Hier nur einen hin.
Und hier sitzen wir auch noch einen hin. Und er möchte hier irgendwas anderes haben. Was ist das für ein Zeichen? War das hier ja Ressourcen? Ist das Astromium? Nee, es muss rund sein. Kann ich das hier sehen irgendwie? Kann ich meine. Nee, kann ich nicht. Kohlenstoff war es nicht, ne, oder? Lass uns nochmal rausgehen. Das ist rund und hat drei Punkte. Also rund ist nix. Ist nix, das ist eckig. Hier sind nur zwei Punkte. Hier ist ein Punkt. Hier ist es nicht. Welches war denn das jetzt, dass das da so ist? Ich sehe nämlich dieses Zeichen jetzt tatsächlich hier nicht, oder? Also es müsste ja so wie Wasserstoff oder Helium sein. Es müsste eigentlich, wenn das so. Eigentlich muss ein Gas sein, ne? Habe ich das. Nein, habe ich nicht übersehen, oder? Ah, hier oben, Ammonium ist es. Ammonium brauchen wir dafür. Das ist ja relativ einfach, ne? Wo muss es hin? Da. Ammonium haben wir da im Tunnel liegen gehabt, glaube, ne? Hier meine ich immer jetzt nichts mit. Aber das sollten wir kriegen. Das sollten wir relativ zügig kriegen, ne? Ich glaube hier an der Basis, warte mal hier. Ja doch, das läuft noch alles, ne? Aber pack das mal gerade. Ne, das lief tatsächlich doch nicht, ne? Weil die Außen voll sind. So, jetzt läuft es auch bis zum Ende, glaube ich. Hier lag kein Ammonium, ne? Ne, das heißt, wir müssen gerade da runtergehen und das aufsammeln. Da hinten ist es, das Ammonium. Gut, dann nehmen wir das gerade mit. Kriege ich nicht mit, ne? Dann bleibt der nochmal liegen. Zack. Wieder da hoch. Ach, hier lang mussten wir ja. Ja, das läuft. Wo ist die Kapsel da? Dann wollen wir gerade schauen, dass wir hier runterlaufen. Hämatit war da noch, also noch mehr Eisen. Und hier müssen wir jetzt nee, den Rucksack aufmachen und das Ammonium da dran machen. Und dann haben wir die Kapsel geöffnet und wir haben wieder einen Forschungsgegenstand. Sehr schön. Sonst nichts zu tragen, ne? Naja, ist ja auch wichtig, Forschung. Die andere läuft sogar noch, sehe ich gerade von hier. Und die wechselt sich ja dann auch automatisch, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt laufen wir nochmal in diese Richtung, weil wir schon so weit hier ein Stück waren. Gibt es denn hier noch mehr? Was Neues, was Interessantes? Was ist das da unten? Biomasse? Ja. Das hier ist auch Biomasse dann. Oh, da ist so eine Dingenstation. Warte, 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 warte. Dann ist hier. Lass uns mal gucken, wie weit wir da hinkommen. Das war der letzte. Wo kann man den anschließen? Ein bisschen Sauerstoff haben wir, ne? Hier gibt es Ammonium. Und da gibt es auch noch Gemisch. Region Gletscher. Kann ich hier irgendwo runter? Ohne dass ich abstürze? Na, ist ein bisschen schwer. Sah toll aus, ne? Das heißt, die Anschlüsse müssen da unten irgendwo sein, oder?
Sitzt hier aber ein bisschen doof und ich muss jetzt gerade wieder an meine Sauerstofflinie wahrscheinlich. Und ja, da oben war Gemisch. Das heißt, ich könnte eigentlich mir gerade neue Stützen machen, Verbindungen machen, ne? Komm, gehen wir gerade und holen ein bisschen Gemisch und bauen Verbindungen. Und Rucksack auf, kleiner Generator, nee, den wollte ich jetzt gerade nicht. Wo sind meine kleinen Verbindungen? Ein kleiner Drucker, Einebnungsblock, okay, den kann ich damit bauen. Verbindung, hebel ich. Die werden gerade gebastelt. Und wir haben gerade ein Sauerstoffproblem, sehe ich schon. Dann gehen wir wieder unsere Linie hier besuchen. So, wieder hoch. Und hier war das, glaube ich, ne? Aber da möchte ich jetzt nicht runterfallen, ne? Muss mal hier ein bisschen aufbauen. Nee. Ja, das war jetzt auch nicht so richtig toll, ne? Warte mal. Mal da, kann ich hier machen und der ist verbunden, der ist auch nicht. So, jetzt passt's. So, und was war jetzt hier? Hier ist ein Anschluss. Und was will der haben? Strom? Kabelstecker. Jetzt lass uns mal unsere QT-Versorgung mal gerade schauen, ob wir die da anstecken können, oder? Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Also bei den Dingen habe ich noch überhaupt gar keine Ahnung, wofür die gut sind, ne? Irgendwie Kommunikation oder was? Aber wahrscheinlich muss man da mehrere Sachen verbinden, ne? Hier ist bestimmt auch noch ein Stromstecker. So sieht's aus. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht meinen Rucksack anpacken. Ich wollte einfach nur hier was abbauen. Ja, ist einfach zu viel, ne? Jetzt ist unser Akku auch leer. Und hier ist noch einer. Ich glaube, da braucht man 3 oder 4 Stück dann, ne? 4 wahrscheinlich. Gut, das bedeutet, kannst du wieder so machen, weil das andere bringt es ja nicht jetzt hier, ne? 3 sind es, okay. Man könnte jetzt Mini-Generatoren bauen, aber ob uns das dann reicht dafür, weiß ich nicht. Machen wir das hier weg, das gefällt mir hier in der Luft. So. Kriegen wir das so hin, dass ich da auch hin kann? Ich glaube, so geht's, oder? Ja, nicht berauschend, aber erstmal erreichbar. Gut, aber ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier wieder einen Cut. Ich guck mal zu, dass ich zurückkomme und dann wollen wir vielleicht ja, mit dem Eisen irgendwo hinfliegen. Weiß ich nicht. Müssen wir nochmal die Aufgaben angucken. Ne? Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.